Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fire Emblem Engage. Immer noch mit so gut wie gar keinem Emblem Ring. Wir haben hier zwar jetzt den von Lynn und den von Lucina, aber uns wurden ja in der letzten Folge alle anderen Ringe abgenommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir die überhaupt erstmal in diesem Kampf wiederbekommen oder nicht. Ich würde aber sagen, wir gucken in erster Instanz, dass wir fliehen können, ohne dass uns jetzt irgendjemand hier stirbt. Weil selbst wenn wir den Kristall haben, wäre das ziemlich ärgerlich. Wir haben uns ja auch bis jetzt ziemlich gut geschlagen. It's just a scratch. Räumen wir mal hier den Flieger beiseite, weil der kommt uns ein bisschen zu nahe. Der hätte sogar einen Panzerbrecher gehabt. Gruselig. So, was gibt es denn hier unten? Du musst auf jeden Fall weg. I hear you. Give me strong foes. Okay, Kagetsu ist echt, wie es scheint, eine sehr, sehr gute Einheit. 4 Schaden würde der Gute fressen. Andererseits, das ist natürlich doch bedeutend schöner. Gehen wir mal kein Risiko hier ein. I am sorry. So, und was haben wir hier unten? Du gefällst mir nicht. Roy und Leaf, eigentlich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ja den Zeitraffer-Kristall, sollten wir die beiden ja wieder zurückbekommen können. Yes. Okay. Yes. Aber es ist alles ein bisschen blöd hier unten. Die grünen Haare, einfach nur so geil. So geil. Okay, wir bekämen den hier ohne Probleme weg. Den Magier. Dann könnten wir hier unten den Verzerrten mit Leaf abholen. Das hier wäre eigentlich auch kein Problem. Ist jetzt natürlich die Frage, wie, was, wo? Bewegen wir erstmal die anderen ein bisschen vorwärts. Wobei, ich glaube, wir machen das auch so. Okay, was hatten wir gesagt? Wir holen erstmal den Magier weg über das Bündnis mit Lynn. Watch this.
Perfekt. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir den guten Leaf zurückbekommen. Boah, der gönnt ja gar nicht. Der gönnt ja gar nicht. Was ist denn das? Vier Prozent Crit. Probieren wir's. Aber ich glaube nicht, dass wir... Nee, wir bekommen keinen Crit. Schade, schade. Ja, ich hätte doch gerne Leaf erstmal beiseite geräumt. Und mit 38% trifft er auch noch. Meistersiegel. Aber kein Leaf. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. We could have been friends. Oh, schön. Gegen Roy würden wir gar keinen Schaden machen. Wie schaut's denn hier aus? Here we go. Again. I will not forget your loss. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Wir könnten jetzt schon fliehen. Wir könnten aber noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Sind wir denn wirklich so greedy? Ah, eigentlich ja schon. I'll go first. Sorry for the trouble. Eigentlich sind wir so greedy. Lend me your strength. Oh, das würde nicht mal ausreichen. Schade. Dann darf der gute Selkov erstmal vorlegen. Hier wird er jeweils mit einem KP überleben. Die lassen wir nochmal nachrücken. Und im nächsten Zug fliehen wir dann.
Aber komm, das waren geschenkte Erfahrungspunkte. Und jetzt weg mit uns. Kommt, Freunde. Nichts wie weg. Okay, 9 Züge. This way. We can travel to Solm through this forest. Hier entlang. Durch diesen Wald gelangen wir nach Solm. I hate to abandon Hortensia, but staying in the kingdom is not an option. Es schmerzt mich, Hortensia zurückzulassen, aber wir können nicht im Königreich bleiben. There's too much we're leaving behind. Sie ist nicht die einzige, die wir zurücklassen. Father. Vater. It's painful, but we can't turn back. We'd lose everything. Es ist schmerzhaft, aber wir können jetzt nicht umkehren. Wir werden sonst alles verlieren. I will lead the way. Ich weiß den Weg. Folgt mir. I failed you, Martha. I failed you all. Ich habe euch enttäuscht, Marv. Ich habe alle enttäuscht. So. Ivy was scheming against us. Ivy hat also die ganze Zeit Ränke gegen uns geschmiedet. She stole 2 emblems from right under my nose. Mir 2 Emblemringe unter der Nase wegzustehlen. How irksome. Regardless, the advantage is mine. I have all of the rings they gathered. Wie ärgerlich. Und doch bin ich im Vorteil. Schließlich besitze ich alle Ringe, die sie bereits gesammelt hatten. You shall all be destroyed. I will gut your allies, burn down your countries. Ihr sollt alle vernichtet werden. Ich werde eure Verbündeten ausweiden, eure Länder niederbrennen and crush your spirits. Und eure Seelen zermalmen. We should be safe now. Wir sollten nun in Sicherheit sein. Vale is Sombron's daughter. Vale ist Sombrons Tochter. And now she has our emblem rings. Und jetzt hat sie unsere Emblemringe. I'm sorry, everyone. I should never have brought us to the cathedral. Es tut mir leid, ich hätte uns alle niemals zur Kathedrale bringen sollen. It's not your fault, Divine One. Es ist nicht eure Schuld, Göttliche. I should apologize. I asked you to let me fight. I was so angry about what they'd done. Ich bin es, der sich entschuldigen sollte. Ich bat euch, mich ebenfalls kämpfen zu lassen. Ich war so erzürnt über das, was sie getan hatten. What about me? I'm the one who wanted to return father to Brodia. Was ist mit mir? Ich war doch derjenige, der sagte, wir müssten Vater nach Brodia zurückbringen. That was illogical. Das war höchst unlogisch. Excuse me? If you hadn't gotten in the way. Wie bitte? Wenn ihr uns nicht in die Quere gekommen wärt... Calm down, everyone. We're on the same side. Ihr alle, beruhigt euch. Wir stehen doch auf derselben Seite. No, we're not. If not for her, we might have made it in time. Nein, stehen wir nicht. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätten wir es rechtzeitig schaffen können. We might have saved him. Vielleicht wäre es uns gelungen, ihn zu retten. Alcrest. Princess Ivy told us about the ritual in the first place.
Prinzessin Ivy hat uns doch überhaupt erst von dem Ritual erzählt. Without her help, Father would still be one of those creatures. Ohne ihre Hilfe wäre Vater noch immer eins dieser Monster. Diamant? She helped kill our father. Why are you making excuses for her? Diamant, sie hat dabei geholfen, unseren Vater zu töten. Warum nimmst du sie in Schutz? Princess Ivy's not to blame. Her father was. And the Fell Dragon murdered him. Nicht Prinzessin Ivy war schuld, sondern ihr Vater. Und dieser wurde vom Dämonendrachen ermordet. There wasn't even a body left behind. Er hat noch nicht einmal einen Leichnam hinterlassen. Arguing won't get us anywhere. Es hilft uns nicht weiter, wenn wir uns streiten. Apologies, Divine One. Verzeiht, Göttliche. Princess Ivy, I hope you'll forgive my brother. He spoke out of turn. Prinzessin Ivy, bitte vergib meinem Bruder. Er trauert nur. No, it's all right. I am sorry that I couldn't stop the ritual. Nein, das ist schon in Ordnung. Mir tut es leid, dass ich das Ritual nicht aufhalten konnte. I can't bear the thought that I'll never see him again. Es ist nur, ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich ihn nie wiedersehen werde. And the ring he spent his whole life protecting. Gone. Und der Ring, den er sein ganzes Leben lang gehütet hat? Fort. We have suffered loss after loss. Wir haben unzählige Verluste erlitten. But the emblems aren't dead. We can still get them back. Aber die Embleme sind nicht tot. Wir können sie immer noch zurückgewinnen. And we will. I know we will. Und das werden wir. Ich weiß das. Divine One. Göttliche. You still have emblems on your side. Ihr habt noch immer Embleme auf eurer Seite. That's right. Don't forget about us. Das stimmt. Vergesst uns nicht. Lynn. Lucina. All is far from lost. We can offer our unique strengths as emblems. Noch ist nichts verloren. Wir als Embleme können unsere einzigartige Macht anbieten. You can still challenge your fate. You don't lose by retreating. Du kannst dein Schicksal immer noch herausfordern. Du verlierst nicht, wenn du dich zurückziehst. I wish it didn't come to this. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. My mother told me that a divine dragon should never run away. Meine Mutter hat mir gesagt, eine Wirmgöttin sollte niemals wegrennen. We're not running away. As Lucina said, we're retreating. There's a difference. Wir rennen nicht weg. Wie Lucina schon sagte, wir ziehen uns zurück. Das ist ein Unterschied. Time and again you've shown true bravery, even in the face of daunting odds. Wieder und wieder hast du wahren Mut bewiesen, selbst im Angesicht größter Gefahr. But refusing to move on, that's not bravery, it's folly. Aber hier blindlings zu verharren, das wäre nicht mutig, sondern töricht. There's courage and there's stubbornness. Lumera would have taught you the difference. Es gibt Mut und es gibt Sturheit. Lumera hätte dich den Unterschied gelehrt. Unfortunately, in your short time together, she didn't have the chance. Bedauerlicherweise hatte sie in eurer kurzen gemeinsamen Zeit nicht die Gelegenheit dazu. Perhaps that's why Marth said what he did outside the cathedral. Vielleicht war das der Grund für das, was Marth mir vor der Kathedrale gesagt hat. Probably so. Vermutlich. Now at least, I understand. Zumindest jetzt verstehe ich ihn. We're not running away. We're stepping back. Gathering our strength for the next battle. Wir rennen nicht weg. Wir treten zurück, damit wir unsere Kraft für die nächste Schlacht sammeln können. I'll become a better fighter. A better leader. Ich werde eine bessere Kämpferin werden, eine bessere Anführerin. I'll make sure no one
Not one more person loses their life under my command. Ich werde sicherstellen, dass niemand mehr, keine einzige Person, unter meinem Kommando sterben wird. And help bring back our friends, the emblems. Und ich bringe unsere Freunde, die Embleme, wieder zurück. What do you say, everyone? Are you with me? Was sagt ihr alle? Seid ihr dabei? You know I am. Let's turn the tables on them. Ich bin dabei. Drehen wir den Spieß um. I won't rest until we reclaim what we've lost. Ich werde nicht ruhen, bis wir zurückerobert haben, was uns genommen wurde. Even now you have hope. I will stand with you too, Divine One. Selbst jetzt habt ihr noch Hoffnung. Ich stehe an eurer Seite, Göttliche. Ich werde ebenfalls versuchen zu helfen, falls ihr mir das gestattet. Thank you, everyone. Ich danke euch allen. Now, to the Queendom of Sol. Stay with me, and I promise to keep you safe. Nun auf zum Königreich Solm. Bleibt bei mir und ich verspreche, dass ich euch beschützen werde. Was für eine hitzige Unterhaltung. Okay. Wir sind im Somniel. Ich dachte ja, es kommt jetzt gleich eine Cutscene. Aber nee, wir sind erstmal zu Hause. Und wir sollten auf jeden Fall unseren Vorrat wieder auffüllen. Aber ja, was für eine hitzige Unterhaltung. Oh Gott. Du siehst in den Klamotten so ein bisschen anders aus. Und es stimmt schon, es kann einfach keiner irgendwas dafür, was passiert ist. Letztendlich konnte ja auch keiner damit rechnen, dass plötzlich Vale auftaucht oder die Person, die sagt, sie wäre Vale. Ihre Zwillingsschwester mit demselben Namen und demselben Verband. Dass die plötzlich auftaucht und uns alles wegnimmt, was wir besessen hatten. Thank you. Danke, dass ich hier sein darf. Ich kann nur hoffen, dass auch Hortensia diesen Anblick eines Tages genießen kann. Das wird sie auch können. Denn ich denke, wir werden relativ schnell auf Hortensia treffen. Yes. Wir haben für den Dämonendrachen gekämpft, doch von nun an sind Ivy und ich ganz für dich da. Und danke, Lynn. Zum einen unfassbar schön, den Charakter zu sehen, mit dem ich meine ganze Fire Emblem-Geschichte begonnen habe. Und zum anderen ist Lynn einfach eine super Einheit. Auch als Emblem. Okay, Orange. Dann holen wir hier auch nochmal die Früchte ab. Trauben. Und Pfirsich. So, was liegt denn hier unten? Hoppala. Schutzjuwel. Gott sei Dank kein Pferdekot. Ah, wollen wir angeln? Nee, ich glaube erstmal nicht. Was ist denn hier passiert? Das war vorher aber nicht da. Hm. Thank you. Danke, dass ihr mich an diesem heiligen Ort duldet, Göttliche. Ich kann es kaum erwarten, seine Schönheit zu erkunden. Wieso sollten wir dich nicht dulden? Impressive.
impressive. Gib mir das. Wunderbar. Ich bin so erfreut. Ich könnte euch glatt auf die Lippen küssen. Nein. Nein, nein, nein. Vater, nein, ich kann jetzt nicht zurückblicken. Um Brodias Willen müssen wir voranschreiten. So ist richtig. Und vergiss nicht, du hast noch einen Bruder. Ihr müsst jetzt füreinander da sein. Und wenn gar nichts hilft, dann kommt ihr einfach hierher. Füttert Happy. Streichelt ihn ein bisschen. Apropos, hat Happy wieder neue Sachen zum Anziehen? Leider nicht. Aber so ist auch okay. So, was liegt denn hier hinten? Weizenmehl. Am Pool können wir noch mit jemandem reden. Machen wir aber ganz zum Schluss. Eisenbarren. Ei. Seltenes Gemüse. Milch. Ei und nochmal Milch. Yep. Okay, da hinten hätten wir jetzt auch Supportgespräche. Wer lässt den ganzen Pferdeschiss hier ständig liegen? Okay, es war ein Diamond gewesen. Alfred, Junaka, mit wem fangen wir denn an? Good to see you. Let's get right into it. Schön euch zu sehen. Stürzen wir uns ins Vergnügen. Wir können mit dem Krafttraining beginnen. Wollen wir das eigentlich machen? Krafttraining? What'll it be? Ein paar Kniebeugen. Unterbrich mich bitte nicht, Alfred. Let's go. Perfect. Easy. Looking good. You got this. Perfect. Looking good. Okay. Schlecht? You got this. Wieso? Schon wieder schlecht. Looking good. Ich verstehe es nicht. I'm so proud. Nein, wollen wir nicht. Good to see you.
Aber das gucken wir uns mal an. Hi Alfred, do you have a moment? Hallo Alfred, habt ihr einen Moment Zeit? Sure do. Whatever you need, I'm all ears. Sicher doch. Was auch immer ihr braucht, ich bin ganz Ohr. I appreciate the beautiful breakfast you've been bringing me in the mornings. Ich weiß die leckeren Frühstücke wirklich zu schätzen, die ihr mir jeden Morgen zubereitet, aber dürfte ich euch bitten, damit aufzuhören? Oh no! They've been too heavy on the meat, haven't they? I just wanted you to get strong. Oh je, sicher waren sie zu fleischlastig, oder? Dabei wollte ich nur, dass ihr stark werdet. To be honest, they do have a ton of meat. But that's not why I'm bringing it up. Ehrlich gesagt könnte es tatsächlich etwas weniger Fleisch sein. Aber darum geht es mir gar nicht. I just feel bad that you've gone out of your way to do this for me every morning. Ich fühle mich nur nicht gut dabei, dass ihr mir zuliebe jeden Morgen so viel Aufwand betreibt. I get you. Sorry about that. I wasn't out to make you feel bad. Ah, verstehe schon. Ich bedauere zutiefst, dass ihr euch meinetwegen schlecht fühlt. I thought my friend would enjoy waking up to healthy, yummy breakfasts, but I'll cut it out. Ich wollte nur einer Freundin mit gesunden, leckeren Frühstücken etwas Freude bereiten. Aber ich werde mich zurückhalten. Thank you, Alfred. Oh, there was one other thing. Ich danke euch, Alfred. Da wäre noch eine weitere Sache. Every night, as I'm fading into sleep, I hear the haunting song of a flute. Jede Nacht, während ich in den Schlaf hinübergleite, höre ich so ein gespenstisches Flötenspiel. Yeah, that's me playing a lullaby, just making sure the divine one gets a good night's rest. Ja, das bin ich, der euch ein Schlaflied spielt. Schließlich soll die göttliche Nacht ja auch angenehm schlummern. Ah, I thought that was your silhouette outside my sanctum. Ah, also habe ich eure Silhouette außerhalb meines Schlafzimmers doch richtig erkannt. Your playing is quite lovely, but I'd like for you to stop doing that as well. Please. Euer Flötenspiel ist wirklich bezaubernd, aber es wäre mir lieber, wenn ihr auch damit aufhören könntet. Bitte. The song continued into the late hours and it started invading my dreams. Ihr spieltet bis tief in die Nacht und dieses Lied verfolgte mich bereits in meinen Träumen. Oh no, I am so sorry. I had a hard time telling when you were asleep, so I just kept going. Oh nein, bitte verzeiht mir. Da ich nicht genau wusste, ob ihr bereits eingeschlafen wart, spielte ich eben einfach weiter. I was only trying to help, but wow, this really didn't pan out. Ich wollte doch nur helfen, aber puh. Das ging wohl mächtig daneben. Maybe I'm not worthy of being your friend. Vielleicht bin ich eurer Freundschaft einfach nicht würdig. That's rather extreme. Nun, übertreib nicht gleich. I always try to keep things light, but I feel awful right now. I need a jog to clear my head. Normalerweise nehme ich mir Dinge nicht so zu Herzen, doch jetzt fühle ich mich furchtbar. Vielleicht sorgt etwas Laufen für Zerstreuung. Sorry for the trouble, Divine One. I'm off for my run. Goodbye. Verzeiht die Unannehmlichkeiten, Göttliche. Ich werde mich nun dem Laufsport widmen. Auf bald. Wait, Alfred. Wartet, Alfred. Oh, jetzt haben wir ihn verletzt. Dabei hat er es doch nur gut gemeint. Oh, es ist so ein Süßer. Puh, das war vielleicht ein hartes Training. Ich persönlich bevorzuge ja Finesse statt roher Gewalt. Tust du das? Ach, ehrlich? What can this humble liar do for you, Divine One? Was kann diese demütige Lügnerin für euch tun, Göttliche? I'd like to have a talk, that's all. Ich wollte nur mich kurz mit dir unterhalten. I understand. And I'm prepared to accept whatever punishment you have in mind. Verstehe. Und ich bin bereit, jede Bestrafung, die ihr für mich vorgesehen habt, anzunehmen. Wir kommen doch nicht gleich mit einer Bestrafung. Hallo? Wir wollen nur mit dir reden. Punishment? No.
I wanted you to know how grateful I've been to have you by my side. Bestrafung? Nein. Ich wollte dich nur wissen lassen, wie dankbar ich bin, dich an meiner Seite zu haben. Siehste, wir wollten nur mit dir reden. Wait, what? Moment, was? Well, that's how I feel. So empfinde ich es. You fight hard every day to protect our allies. There's absolutely no reason to punish you. Jeden Tag kämpfst du hart, um unsere Verbündeten zu beschützen. Es gibt absolut keinen Grund, dich zu bestrafen. In hindsight, I think the only reason you lied is that we don't know each other very well yet. Im Nachhinein erscheint es mir, als hättest du nur deshalb gelogen, da wir uns noch nicht so gut kennen. So let's change that. Why don't you start by telling me something about yourself, Yunaka? Und das würde ich jetzt gerne ändern. Warum erzählst du mir nicht einfach mal was von dir, Yunaka? Way to put me on the spot. So kann man auch jemanden in Verlegenheit bringen. If you don't want to, then I won't pry. Simple as that. Wenn du nicht möchtest, werde ich dich nicht dazu drängen. Ganz einfach. Okay. Na gut. Before I joined up with you, I was sort of just wandering, looking for my place in the world. Bevor ich mich euch anschloss, zog ich irgendwie nur umher, auf der Suche nach meinem Platz in der Welt. I'd left my old self behind me. Wanted to think I had at least. Ich hatte mein altes Ich hinter mir gelassen. Zumindest wollte ich das denken. You don't sound very fond of your old self. Du scheinst dein altes Ich nicht sehr zu mögen. Oh, I like her well enough. Others though, not so much. That's why she had to go. Oh, ich mochte es ganz gern. Andere aber mochten es nicht so sehr. Daher musste es weg. But I like who I am now. And honestly, I've been having so much fun since we met. Aber ich mag, wer ich heute bin. Ganz ehrlich, mir macht mein Leben richtig Spaß, seit wir uns kennengelernt haben. I'm glad to hear that. Das freut mich zu hören. Good talk, Yunaka. I think we should do it again sometime. What do you say? Das war ein gutes Gespräch, Yunaka. Ich finde, wir sollten es irgendwann fortsetzen. Was meinst du dazu? You got yourself a deal. Abgemacht. Okay, das war schon die B-Konversation. Ziemlich einfach. Listen. Sobald wir gerastet haben, sollten wir direkt nach Solm reisen. Ich werde Vater nicht enttäuschen, indem ich jetzt zögere. Ah, ein Verzerrter. The corrupted? Where? Ein Verzerrter? Wo? Diamond! Help! Diamond, Hilfe! Thanks for the save, Diamond. Sorry to trouble you like that. Hab Dank für die Rettung, Diamond. Es tut mir leid, euch so eine Mühe zu machen. No trouble at all. However, I must ask. Das war doch keine Mühe. Dennoch muss ich euch fragen. How did that creature manage to overpower and frighten the divine one? Wie konnte diese Kreatur es schaffen, die Göttliche zu überwältigen und zu ängstigen? It came out of nowhere. I just started running. I'm not really good with the corrupted. Sie kam aus dem Nichts. Ich fing einfach an zu rennen. Ich komme mit Verzerrten einfach nicht klar. Not good with them. You handle them in battle just fine. Ihr kommt damit nicht klar? In der Schlacht kommt ihr aber gut mit ihnen zurecht. It's different on the battlefield. I can spot them first, then steal myself before engaging. Auf dem Schlachtfeld ist das auch eine andere Sache. Ich sehe sie und kann mich dann darauf vorbereiten, mit ihnen zu kämpfen. That last corrupted soldier got the drop on me. My guard was down. Dieser Verzerrte hat mich überrumpelt. Ich habe nicht aufgepasst. I'm an easy target for them outside of battle. Außerhalb des Schlachtfeldes bin ich für sie ein leichtes Ziel. I don't follow. Ich kann euch nicht ganz folgen.
Isn't there something that makes your skin crawl, Diamant? Gibt es denn gar nichts, das euch Schau über den Rücken jagt, Diamant? I suppose hairy caterpillars can have that sort of effect on me. Ich glaube, haarige Raupen könnten diese Wirkung auf mich haben. Okay, let's say you knew you were about to see a big caterpillar. You'd have a chance to prepare. Also gut, nehmen wir mal an, ihr wüsstet, dass ihr gleich eine große, fette Raupe sehen würdet. Ihr hättet die Gelegenheit, euch zu wappnen. Now imagine you're eating dinner at home and a caterpillar suddenly drops onto your plate. Und nun stellt euch vor, ihr würdet zu Hause euer Abendessen genießen und plötzlich fällt eine Raupe auf euren Teller. Wouldn't that startle you? Wouldn't you cry out in surprise? Würde euch das nicht erschrecken? Würdet ihr nicht vor Überraschung aufschreien? I probably would. Das würde ich wohl. That's what sneak attacks from the corrupted feel like. Caterpillars dropping on my plate. Und genauso empfinde ich diese plötzlichen Angriffe der sich anschleichenden Verzerrten. Raupen, die auf meinen Teller fallen. I understand. Very clear explanation, Divine One. Ich verstehe. Das war eine sehr gute Erklärung, Göttliche. Well, that was a strange example, but I'm glad you followed it. Das war ein seltsames Beispiel. Aber ich bin froh, dass ihr mir folgen konntet. Sorry you had to watch me struggle like that. What flattering. Es tut mir leid, dass ihr mich so unbeherrscht erleben musstet. Wie unangenehm. I wish I was flawless like you, Diamant. Ich wünschte, ich wäre makellos wie ihr, Diamant. Flawless? Makellos? Makellos. Oh ja. Manchmal wandern meine Gedanken nach Fyrni und zu meiner Mutter ins Schloss. Warum auch nicht? Wenn wir schon den guten Alfred hatten, dann auch bitte Saline. You're looking a bit grim, Saline. Problems? Ihr seht verstimmt aus, Saline. Alles in Ordnung? Ah, Divine One. Do you remember the tea we enjoyed together the other day? Ah, Göttliche. Erinnert ihr euch noch an den Tee, den wir neulich zusammen genossen haben? It was so good that I'm not likely to forget it anytime soon. Einen derart vorzüglichen Tee werde ich so schnell sicher nicht vergessen. It would appear that shipments of those leaves are becoming a favorite target for highwaymen. Wie es scheint, sind die Lieferungen dieser Teeblätter in letzter Zeit zu einem beliebten Ziel für Wegelagerer geworden. Changing the trade routes has made little difference. Each day brings more victims. Obschon wir die Handelsrouten änderten, gibt es täglich neue Opfer zu beklagen. That's awful. Wie schrecklich. I am not often called on to intervene directly in matters such as these. Es kommt nicht häufig vor, dass ich darum gebeten werde, mich derlei Angelegenheiten anzunehmen. But this is an emergency, and no one in Fyrne knows more of tea than I. Doch dies stellt einen Notfall dar. Und in ganz Fyrne gibt es niemanden, der mehr Kenntnisse über Tee besitzt als ich. So Mother has requested that I handle the problem, personally. Deshalb bat mich Mutter, mich persönlich dieses Problems anzunehmen. How do you feel about that? Und was denkt ihr darüber? I suspect it may be part of my education. Nun, vermutlich soll dies meiner Erziehung dienen. Even if my brother is first in line for the throne, I am still Princess of Fyrne. Auch wenn mein Bruder der erste Thronerbe sein mag, so bin ich doch noch immer Prinzessin von Fyrne. So what's your plan for dealing with them? Was wollt ihr also gegen sie unternehmen? I thought I might drive them off with pranks. Ich hatte mir überlegt, sie mit Streichen zu vertreiben. Wouldn't it be lovely if things were as simple as they are in folktales? Ach, wäre es nicht herrlich, wenn die Dinge so simpel wären, wie in dem Volkssagen? But real life isn't so pastoral. Doch das wahre Leben ist selten so
idyllisch. No, it's not. Nein, das ist wohl nicht. I will show no mercy to anyone who causes suffering to the people of Firinay. Ich werde jenen, die den Bewohnern Firinays Leid zufügen, keine Gnade zeigen. And I will go to any lengths so that my people may enjoy the peace they are accustomed to. Und ich werde alles nur Erdenkliche tun, damit mein Volk weiterhin den gewohnten Frieden genießen kann. Don't look at me like that, Divine One. This is a duty I must bear. Seht mich nicht so an, Göttliche. Dies ist eine Pflicht, die ich erfüllen muss. Now then, please excuse me. Action must be taken in this matter. Swiftly. Bitte entschuldigt mich nun. Ich werde mich dieser Angelegenheit annehmen. Umgehend. Dann stehe ich hier mal nicht rum. Oh. Euer Lächeln zu sehen macht mich so glücklich, ich könnte in Millionen Stücke zerspringen. Ach, du bist ein Lieber. Oh nein, nicht noch eins. In echt? Ihr schenkt mir das? Vielen, vielen Dank. Ich weiß auch schon einen Platz dafür. Oh nein. Okay. Ah. Dieses heilige Land ist mir etwas zu grell. Doch zumindest wird es mir nicht langweilig werden. Yes. Wir standen einander als grimmige Feinde gegenüber, doch nun bin ich deine loyalste Verbündete. Ja, und eins der wichtigsten Sachen, die wir auch am besten jetzt schon machen. Okay, das wurde auch gleich übernommen. Ist nämlich den Armring abzunehmen. Denn ich glaube, wir nehmen für uns selber Lucina jetzt als Emblemring. Und den von den drei Hausliedern, den können wir dann irgendjemand anderem geben. Mhm. Ich habe neue Ware bekommen. Sag mir Bescheid, wenn etwas für euch dabei ist. Gucken wir mal rein. Vorrat. Oh, Schnitter. Schnitter ist gut, aber es ist alles ziemlich teuer. Here you go. Meisterlanze. Okay, Meisterbogen, aber wir müssten eigentlich einen haben. Meisteraxt. Ich würde gerne noch die Meisterlanze mitnehmen. Können wir irgendwas verkaufen? Nö, natürlich nicht. Ah. Okay, das ist nicht ganz so gut. Take care. Wir bräuchten nämlich noch ein paar Pots. Und eigentlich nicht nur ein paar, wir bräuchten sehr viele. I thank you. Do come again. Ich glaube, wir müssen tatsächlich in der nächsten Folge ein klein wenig farmen. Tee im Café zu trinken gibt mir das Gefühl, erwachsen zu sein. Aber ich mag den Geschmack immer noch nicht.
Dann probier keinen Kaffee aus. Muss ich dafür wirklich nicht zahlen? Danke, du bist sehr großzügig, Göttliche. Ich fürchte, ich fühle mich hier schon zu wohl. Habe ich mich auf irgendeine Weise respektlos gezeigt? Nein, ganz und gar nicht. Du bist super. Okay, wir hätten hier einen guten Louis. Mit wem könnten wir denn da unten sprechen? Mit Fram und ganz unten? Hier. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen hier erst einmal eine Pause. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis dahin und tschüss.